Irgendwann hängen sie einfach da. Trotz Corona-Pandemie hat der Ortsverein eine Lösung zur Blutspende gefunden. Wie immer ist auch jetzt der Ortsverein des DRK aktiv in Organisation und Vorbereitung. Während es im Ort eher beschaulich zugeht, sind im Hintergrund zahlreiche ehrenamtliche Helfer und die Profis vom Blutspendedienst mit der Vorbereitung befasst. Wir erfüllen hier eine satzungsgemäße Aufgabe, das heißt, dass die Blutspende durchzuführen, und das wird zusammen gemacht mit dem Blutspendedienst Wist. Der richtet diese Termine aus mit 5 Termine pro Jahr, und wir sind jetzt hier in einer Ausnahmesituation aufgrund von der Corona-Pandemie. Führen wir jetzt den Blutspendetermin hier in der Sporthalle der Grundschule durch, da die Festhalle derzeit nicht zur Verfügung steht, weil dort ein Corona-Informationszentrum von seitens der Kommune aufgebaut wurde. Beim Eintreffen des Blutspendedienstes sind durch die Ehrenamtlichen des Ortsvereins bereits vielerlei kleine und große Vorarbeiten geleistet worden. Zur Corona-Zeit besonders spannend. Ich bin heute der Teamleiter, bin also verantwortlich für den ganzen Aufbau, den Ablauf des Termins. Bindeglied zwischen dem Referenten, zwischen dem Ortsverein, der uns immer hilfreich unterstützt auf Ehrenamtsbasis, und koordiniere den ganzen Termin hier vor Ort. Aber das Gros ist fest angestellt in Bad Kreuznach. Wir sind also genauso mit 18 Entnahmeliegen vor Ort wie sonst. Genau. Immer 3 Teams, A6 Entnahmebetten, das ist so immer geplant. Genau. Ja, wir sind vom Ortsverein so heute reduzierte Mannschaft, so 10 Mitarbeiter, Kollegen. Ansonsten sind wir so rund 20 Personen, werden unterstützt auch durch die Herxheimer Landfrauen. Die machen die Verpflegung, bieten die an, weil normalerweise haben wir immer etwas Warmes zum Essen. Heute fällt die Verpflegung halt komplett aus. Die Spender bekommen ein Lunchpaket dafür, sobald sie hier das Spendelokal verlassen. Was leider auch auf der Strecke bleibt, ist die Kinderbetreuung. Die können wir leider auch nicht anbieten. Da sind es meistens Kindergärtnerinnen, die uns da unterstützen bei der Kinderbetreuung. Die Eltern bringen dann die Kinder mit. Und die kriegen erst einmal Kontakt auch zum Blutspendekinder. Ist jetzt schade, dass es halt nicht funktioniert. Sei es drum, hoffen wir, dass das nächste Mal vielleicht schon wieder die Situation anders aussieht. Insgesamt rechnen wir heute mit hoffentlich 210 Blutspender. Ich hoffe, dass die auch kommen. Vom Blutspendedienst sind heute 2 Teams eingesetzt, das heißt eigentlich 3 Teams, aber wir haben aufgrund von der Helferanzahl das jetzt geändert auf 2 Teams mit 9 Bitten anstatt 3 Teams mit jeweils 6 Bitten. Dadurch ist die Betreuung der Blutspender besser gewährleistet. Wir haben 18 Betten aufgestellt für die Spende heute. Es sind ca. 200 Spender erwartet. In der komischen Zeit, nenne ich mal, ganz wichtig, dass wir das jetzt auch so durchziehen, dass wir wieder kommen. Viele Termine mussten ausfallen, weil wir die Räumlichkeiten, Abstandsregelungen alles so nicht halten konnten.
Die Krankenhäuser fangen jetzt wieder an zu operieren. Es geht jetzt langsam wieder los. Also wir brauchen wirklich jede Spende zurzeit. Ganz wichtig, dass die Leute auch kommen. Mit viel Geduld, mit viel Verständnis. Es läuft nicht so, wie die Leute das so gewöhnt sind. Ist von jedem ein bisschen Fingerspitzengefühl erforderlich und jeder muss so ein bisschen ab und zu geben. Und dann schaffen wir das auch weiterhin, wenn jeder so ein bisschen mit am Strang zieht. Und in der Regel sind die Spender sehr verständnisvoll und sehr geduldig, was Wartezeiten betrifft und so weiter. Auch bei den Profis sitzt jeder Handgriff. Ich staune nicht schlecht, wie der eng gepackte Inhalt von 3 LKWs in kürzester Zeit aufgebaut in der Halle steht. Also bevor heute die Blutspende stattfinden kann, kommt der Spender in die Sporthalle rein, wird vor der Sporthalle, das ist da vorne, wird Fieber gemessen. Dann darf derjenige sich seine Hände waschen, also Hände desinfizieren und dann bekommt er eine Maske. Bevor er überhaupt hier zur Anmeldung kommt, das ist hier vorne, bei der Anmeldung gibt der Spender seinen Personalausweis, damit wir sehen können, dass derjenige das auch ist, hat seinen Blutspendeausweis auch dabei, der wird eingescannt, dann bekommt er seinen Fragebogen ausgehändigt, dann wird dieser Fragebogen wird hier vorne ausgefüllt und wenn der Fragebogen ausgefüllt ist mit den Gesundheitsfragen, geht es dann weiter zu den Ärzten rein. Der Arzt geht nochmal die ganzen Gesundheitsfragen durch, wenn irgendwelche Fragen sind, dass der Arzt das gleich mit dem Spender abklären kann. Wenn der Arzt sagt, Sie können Blut spenden, dann kommt der hier vorne hin. Dann wird aktuell im Moment nur aus dem Finger der HB-Wert genommen. Das heißt, aus dem Finger wird ein kleiner Blutstropfen entnommen, so dass man den HB-Wert, den Eisenwert bestimmen kann. Wenn das alles in Ordnung ist, dann geht es zur Spende. Da wird dann 500 Milliliter Blut entnommen. Und nach der Spende ist es normalerweise so, dass derjenige sich nochmal ausruhen kann und dann bekommt er was zu essen. Durch diese aktuelle Lage, die wir jetzt im Moment haben, ist das nicht möglich. Deswegen haben wir jetzt uns entschlossen, so kleine Lunchpakete auszugeben. Mit einem guten Zeitpolster im Rücken ist vor dem offiziell angesetzten Beginn des Blutspendetermins sämtliches Equipment aufgebaut. Für mich als Laie ist dies eine beachtliche Leistung. Wieder einmal arbeiten Profis und Ehrenamtliche wie ein gut geöltes Räderwerk zusammen. Allzu oft nimmt man Leistungen, besonders wenn es um das Thema Gesundheit geht, als allzu selbstverständlich hin. So zumindest mein Eindruck. Sicherlich nicht mit böser Absicht. Doch offenbar sind durch die Corona-Pandemie all diese systemrelevanten Dienstleistungen nun doch etwas mehr in den Fokus gerückt worden. Und genau in diesem Zusammenhang möchte ich abschließend dann doch zwischen den Ehrenamtlichen und den Professionellen unterscheiden. Letztere machen ihren Job und den machen sie gut. Sie machen ihn mit Herzblut. Das war zu merken. Doch die Ehrenamtlichen machen das zusätzlich zu ihren Alltagsverpflichtungen, weshalb die aus meiner Sicht nicht vergessen werden sollten. Unsere Ehrenamtlichen stehen für jede Veranstaltung im Ortsgeschehen bereit. Als stille Helfer gewährleisten sie die gesundheitliche Erstversorgung wie immer im Hintergrund. Du heißt wie? Ich heiße Max Josef Meyer. Meyer wie geschrieben? E-Y. Und du bist der erste Vorsitzende? Ich bin der erste Vorsitzende, ja. Und du bist damit einverstanden, dass ich dich hier verunglimpfe? Was?